Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Quizzes auf Teste dich zu Skalenniveaus. Und wir legen direkt los. Als erste Frage haben wir die Schulnote und zwar in Eggerts Vorlesung. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf Professor Frank Eggert. Ich kenne ihn auch zufällig. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, worauf das hier hinausläuft. Also die Antwort ist sicherlich die hier, Schulnoten haben kein Skalenniveau, sie sind des Teufels. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Und ich vermute, dass es daran liegt, dass je nachdem, wie man die Schulnoten, aus welcher Perspektive man sie betrachtet, man zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann. Also im Grunde würde ich sagen, Schulnoten sind erstmal ordinal skaliert. Ich kann sagen, jemand ist besser als jemand anderes, aber nicht unbedingt um wie viel und ich kann eigentlich auch keine Differenzen bilden. Wenn wir aber überlegen, woher die Schulnoten kommen, sie entstehen aus einer bestimmten Anzahl an Punkten, die man bekommt für die Lösung von Aufgaben. Und die Punkte selbst könnte man als absolut skaliert betrachten. Denn ich kann die Punkte einfach zählen. Es ist eine natürliche Häufigkeit. Wenn ich jetzt diese Punkte umwandle in beispielsweise Prozentwerte, dann gehen die von 0 bis 100%. Da könnte ich argumentieren, das ist vielleicht Intervall- oder Verhältnisskaliert. Und wenn ich sie dann umwandle in die Schulnoten, dann wird es plötzlich ordinal. Also je nachdem, wie ich hier drauf schaue, komme ich halt zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen und deswegen sind diese Schulnoten irgendwie ein bisschen problematisch. Bei der nächsten Frage haben wir die Schulnote bei allen anderen und da würde ich sagen, das ist ordinal skaliert. Das hatte ich ja am Anfang schon erklärt. Dann die nächste Frage. Punkte auf der Psychopathie-Checklist. Also diese Psychopathie-Checklist, die misst antisoziales Verhalten und ist eher im kriminologischen Kontext wird sie eingesetzt. Da könnte man jetzt auch unterschiedlich argumentieren. Wenn man sich auf diese Punkte stürzt, die Punkte selbst, wenn ich die zähle, dann sind die eigentlich absolut skaliert. Aber darum geht es hier sicherlich nicht. Ich vermute, es geht darum, dass diese Punkte auf der Checklist, die stehen stellvertretend für das antisoziale Verhalten oder eben Psychopathie. Und in diesem Zusammenhang ist es dann auch nur ordinal skaliert. Also ich kann sagen, jemand, der mehr Punkte auf dieser Checklist hat, der hat wahrscheinlich auch mehr antisoziales Verhalten, aber nicht wie viel mehr. Und ich kann auch keine Verhältnisse bilden. Okay, dann schauen wir weiter. Die Anzahl der Psychologiestudierenden, das ist eine Absolutskala, es ist eine natürliche Häufigkeit. Ich kann die auch nicht umrechnen, die Anzahl der Psychologiestudierenden. Wenn ich 500 Studierende habe, dann sind es 500 Studierende. Ich kann das nicht umwandeln und wir sind hier auf dem höchsten Skalenniveau. Als nächstes haben wir Intelligenzquotient und hier würde ich sagen, das müsste auch ordinal skaliert sein, obwohl es sicherlich auch viele gibt, die sagen würden, das ist Intervall skaliert. Aber ich sehe hier keinen Grund, von Intervallskalenniveau auszugehen. Wenn wir uns die IQ-Skala vorstellen, dann ist es nicht zwingend so, dass die Abstände auf der IQ-Skala die Abstände in der Intelligenz abbilden. Im Grunde ist so ein Intelligenztest ja auch nur ein Test. Das heißt, ich löse Aufgaben und bekomme dann eine bestimmte Anzahl an Punkten für die Lösung dieser Aufgaben. Also es ist kein so großer Unterschied zum Beispiel zu der Psychopathie-Checklist, wo wir ja auch gesagt haben, dass es ordinal skaliert, weil diese Punkte auf der Checklist oder auf der IQ-Skala reflektieren nicht unbedingt die gleichen Abstände auf der latenten Variable Intelligenz. Deswegen würde ich sagen, ordinal skaliert, aber ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, es ist doch Intervall skaliert. Aber solange diese Leute keine Evidenz vorlegen können, dass die Abstände wirklich die Abstände in der latenten Variable abbilden, müssen wir von der Ordinalskala ausgehen, meiner Meinung nach. So schauen wir weiter. Wir haben jetzt den Erziehungsstil. Und drei Labels, und da sehen wir, die steigen an. Deswegen ist das ordinal skaliert. Also der Abstand zwischen den Abstufungen ist nicht gleich groß, aber wir können eine Rangordnung bilden. Dann haben wir die Parteizugehörigkeit. Das kann man jetzt auch unterschiedlich auffassen. Ich würde aber sagen, das ist nominal skaliert. Wenn man üblicherweise in der Sozialwissenschaft nach der Parteizugehörigkeit fragt, dann
sagt man einfach nur, es ist halt eine unterschiedliche Partei, aber nicht unbedingt, dass es besser oder schlechter ist oder mehr oder weniger von einer bestimmten Eigenschaft. Außer natürlich, man interessiert sich für die Dimension links-rechts, konservativ-liberal, dann könnte man natürlich die Parteien selbst ordnen, ordinal, aber ich denke, hier geht es eher um eine nominal skalierte Variable. Dann haben wir das Sternzeichen, auch hier im Grunde so ähnlich. Ich würde jetzt einfach sagen, nominal, die Sternzeichen sind unterschiedlich, aber sie stehen nicht für irgendwas anderes. Außer natürlich, ich sage hier, die Sternzeichen folgen einer bestimmten Abfolge. Das heißt, ich kann aus dem Sternzeichen den Monat oder ein gewisses Datumsintervall ableiten, dann wäre das vielleicht ordinal oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wie man das konzeptualisiert. Aber ich glaube, wenn man jetzt so klassisch an Sternzeichen denkt, dann sagt man einfach nur, die sind unterschiedlich, nicht mehr oder weniger von einer bestimmten Ausprägung und nicht mehr, nicht besser oder schlechter. Dann haben wir die Dauer der Schulzeit in Jahren. Das ist eine Verhältnisskala. Wir hatten ja bei der letzten Session die Datumsangabe und da hatte ich schon gesagt, Daten selbst sind erstmal intervallskaliert, weil wir keinen natürlichen Nullpunkt haben. Aber wenn es um Abstände zwischen zwei Datumsangaben geht, also um die Dauer beispielsweise, dann ist das verhältnisskaliert. Also ich kann eine Dauer von 0 haben. Das ist der natürliche Nullpunkt und ich kann auch Verhältnisse bilden. Also ich kann sagen, 8 Jahre, das ist doppelt so viel wie 4 Jahre. Damit eindeutig verhältnisskaliert. Und die letzte Frage für heute, wie häufig gehst du shoppen? Und da sehen wir hier auch wieder verschiedene Labels, die sind abgestuft. Das heißt, wir haben eine Rangordnung, eine Ordinalskala und mehr ist es dann nicht, weil ich die Abstände zwischen diesen Labels nicht als gleich behandeln kann. Somit haben wir es auch wieder für diese Woche geschafft. Es bleiben dann noch 5 Fragen übrig. Die machen wir dann in der letzten Session im dritten Teil. Und wir wollen aber trotzdem schon mal schauen, wie viele von den 10 Fragen heute wir richtig beantwortet haben. Und da würde ich mal auf die Auswertung klicken. Und wir sehen, wir haben jetzt 9 von 25. Das heißt, irgendwo ist eine Abweichung enthalten. Wir schauen mal, wo die ist. Das ist korrekt, das ist auch korrekt, korrekt, auch korrekt. Und hier, ja, genau, also beim IQ, wie schon vermutet, wir haben hier gesagt, das ist ordinal skaliert und als richtige Antwort ist hier Intervall skaliert hinterlegt. Allerdings würde ich das sehr stark anzweifeln. Ich sehe hier keinen großen Unterschied zwischen dem IQ und beispielsweise der Psychopathie-Checklist. Im Grunde zählen wir bei beiden einfach nur die Punkte zusammen. Und im einen Fall wird hier gesagt, das ist ordinal, im anderen Intervall. Also das ist selbst hier nicht konsistent. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass der IQ, auch wenn wir es gerne wollten, dass der Intervall skaliert ist, dass er das eben nicht ist und dass wir hier nur von einer Rangordnung ausgehen können. Wir können sagen, jemand ist intelligenter als jemand anderes, aber die Abstände zwischen verschiedenen Personen, ich denke, das ist sehr schwierig zu ermitteln und zu begründen. Okay, soweit von meiner Seite. Ich denke, wahrscheinlich für die heutige Session ist tatsächlich der IQ ein ganz interessanter Fall. Aber wir hatten auch verschiedene Lösungen für beispielsweise die Punkte auf der Psychopathie-Checklist. Und natürlich ist auch die Schulnote selbst ein ganz interessanter Fall. Je nachdem, wie man sie betrachtet, kommt man zu unterschiedlichen Begründungen und Lösungen. Und vielleicht hast du ja auch noch eine Idee zu Schulnoten. Was denkst du? Wie sind die skaliert? Ordinal, Intervall, Verhältnis? Mich würde deine Meinung sehr interessieren. Die kannst du gerne unter das Video schreiben. Und dann sehen wir uns zum dritten Teil nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.